So, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Blob Solid. Und wir sind wieder in meiner Lieblingsstelle hier, wo ich mich zu dieser wahnsinnig coolen Utopie habe hinreißen lassen anzunehmen. Dass ich diesen bronzenen Schlüssel nehmen könnte. Und dort hoch gelangen könnte. So. Ich habe keinen Plan mehr. Früher weiß ich's, habe ich's dadurch getan, dass ich da Granaten geworfen habe. Aber ich bin der Meinung, das hat auch nicht immer funktioniert. Ich kann allerdings unten jetzt noch einen paar Mias retten. Wir können mal hier gucken. Ich habe relativ viele Cocks. Zahnräder. Ich brauche noch 7 Mias. Ich brauche noch 2 uralte Schlüssel. Ich muss noch eine Booby Trap. Noch 2 Booby Traps deaktivieren. Wie viele bronzene Schlüssel habe ich? 2. Das heißt, wir nehmen die unteren. Das ist nach wie vor Probleme mit meinem Lieblingsaufnahmewerkzeug, warum ich hier manchmal so langsam bin. Irgendwie kommt das Ding mit diesem Wechsel der Framerate nicht klar, beziehungsweise mit der Aktivierung von... So, der lebt. Damit müsste ich hier unten alles erledigt haben. Ach, das war eigentlich doof. Nee, war es eigentlich nicht. Ach, ich bin einfach unschlüssig. So, ich fahre jetzt die Brücke aus. So, dann sind wir bei 4. Heute unten noch was? Ich glaube nicht. Müsste ich eigentlich noch 2 Minions retten. Da ist der Ausgang. Hat sich gelohnt. Ich habe noch einen goldenen Schlüssel, wofür ich auch immer den brauche. Und ich habe hier noch... Naja. So, es wird wie immer daran scheitern. 13, noch 3. 7, ja klar. Ich habe ja auch 7 gebraucht. Her. Genau. So, was kann ich denn hier eigentlich noch machen? Ich glaube, hier war alles erledigt. Das war eigentlich so ziemlich überall alles erledigt. So, Karte. Nach unten gibt's noch. Unten gibt's noch Mias? Wo willst du denn da Mias geben, bitteschön? Das kann ja eigentlich nur da unten sein. Ah, geh mal da. Da wollte ich hin, genau. So.
brauche ich nämlich bloß noch zwei bronzene Schlüssel und die sollte ich hier irgendwo finden können. Hoffe ich doch. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen positiv, dass ich... Ach komm. Dass ich durchaus... Karte auflösen könnte. Ich brauche noch einen Mir. Ich brauche noch einen uralten Schlüssel. So. Karte. Hier sind wir fertig. Es gibt hier noch... Ja. Klar. Gibt's hier noch was? Nein. Warte mal. Da gibt's noch ein Item. Da komme ich aber als Normaler nicht hin. Da sind das keine Gegner eingezeichnet werden. So. Das heißt, darüber gibt's noch Gegenstände. Natürlich nach unten. Da bin nur ich. Bam, 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 bam. So. Ich hoffe ja nicht, dass ich diese Karte wieder abbreche, ohne es geschafft zu haben. So, ich habe einen bronzenen Schlüssel und ich brauche noch einen Mir. Das heißt, ich kann hier jetzt einen Mir retten. Gibt es hier einen speziellen Mir, den ich retten sollte? Nein, ist eigentlich egal. Wir haben Checkpoint erreicht. So, was brauche ich noch? Ich brauche noch einen Schlüssel und ich muss noch eine Falle deaktivieren. Schade. So. Es ist eigentlich fast schon ein wenig traurig. Warum ist es fast schon ein wenig traurig? Weil ich der Meinung bin, dass ich da hinten irgendwie... Aber da ist der Ausgang. Das ist doch zum Kotzen. Ja. Ich muss irgendwie da hoch, aber ich komme da nicht hoch. Ich komme dann nur rüber. Ah. Ah. Hab ich ja. Ausgezeichnet. Dann kann ich ja mal fast probieren, ob das diesmal klappt. Um im I... Ula. Und im Idealfall spawnen gerade keine Gegner. Thank you.
Na, fast. Nein, das ist noch zu wenig. Das könnte fast klappen, allerdings will ich da noch ein bisschen. So, das klappt auf jeden Fall. So, was auch immer der Spaß soll. Die Strategie war irgendwie von da aus nach da unten zu hüpfen. Wenn das Ding im Umkehrpunkt ist. So, so ungefähr jetzt. Hat irgendwie mäßig funktioniert. So, wir waren da ja an dieser Stelle das letzte Mal schon. Und sind da schier ewig verzweifelt. Diesmal werden wir es zu Ende verzweifeln. Ach ja, hoffentlich klappt das. Ja, genau, hüpfen sollte man können. Nach wie vor sollte... Ah, ja. Okay. Das war mir jetzt wichtig. Einfach... wollte ein paar Kirschen haben. Das sollte reichen. Ah, zu viel. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Millimeter. Jetzt komme ich wahrscheinlich wieder nicht mehr hoch. So wie ich mich kenne. Meter. Ja, pfu. Irgendwie habe ich so das blöde Gefühl, dass diese Strategie hier nicht so ganz aufgehen wird. Das
nicht ganz so, wie ich es gerne hätte. Na, Träume. So. Da ist die Geschichte. Goldenen Schlüssel habe ich. Karte. 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 Ach, viel tiefer geht's nicht, ja? Nein, ach, viel tiefer geht's nicht. Von da komme ich nicht darüber. Das ist doch traurig. Okay, die Frage, oh ja, die sich mir da stellt, ist doch... Was kann ich tun? Situation für mich ein wenig angenehmer zu gestalten. Also man sieht offensichtlich, wenn ich ein bisschen aus dem Bildschirm gehe, oh ja, das heißt, das könnte funktionieren. Fast. Ja, wem lüge ich, was war? Fast war das gar nicht. Gut, ich denke, an dieser Stelle beende ich unser Spiel. Offensichtlich komme ich da nicht wirklich drüber hinaus. Deswegen brechen wir das ab, machen mit den überfluteten Tunneln Teil 4 weiter und schauen das nächste Mal, wie es weitergeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Das Beenden, das schauen wir noch gemeinsam an. Escape from Stage. Ja, auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine schöne Zeit.